Alter Schwede. Wir haben Sturmwarnung. Schwede. Wir haben Sturmwarnung. Ich weiß nicht, ob man es hört. Also das Auto schüttelt sich. Es fühlt sich an, als wenn es bei jeder Windböe irgendwie umkippen würde fast. Als wenn die Reifen auf einer Seite vom Boden abheben. Seit gefühlten 2 Stunden ist mit Schlafen nichts mehr drin. Schon krass. Und ich bin schon vom Strand weggefahren. Ich bin schon hinterm Deich gefahren. Ich weiß nicht, ob es hier Springfluten gibt oder sowas. Heavy. Wenn das heute den ganzen Tag so bleibt, würde ich wahrscheinlich früher nach Hause fahren müssen. Da kann man nichts machen mit dem Sturm. Ich kann eigentlich mal vors Auto gehen pinkeln. Ne? Ich glaube, da bin ich weggepustet. Oder meine Pinkel fliegt überall hin, wo sie nicht hin soll. Ja. Ich hatte heute Abend so ein paar Dinger noch geplant. Ne? Ja, so ein paar Bunkersachen da angucken. An der Mündung. Sollen nur 2 so Dinger sein. Mir scheint jetzt so, als wenn sie den Rest hier irgendwie von der Küste weggeflext haben oder sowas. Also oberhalb von Holland findet man immer noch so ganze Abteilungen, aber hier unten ist irgendwie Tourismus. Strand. Ja. Wir sind gespannt. Dranbleiben. So, wir haben jetzt 5:48 Uhr. Ich habe in weiser Voraussicht, ja, kann man so auch nicht sagen, ich habe einfach mal das Heck in den Sturm reingestellt von dem Wagen. Also schaukelt nicht mehr so ganz extrem. Obwohl es sich immer noch komisch anfühlt. Ne? Ja. Auf jeden Fall neigt sich der Wagen nicht mehr so, dass er fast kippen könnte. Obwohl das irgendwie unvorstellbar ist bei so fast 3 Tonnen Auto. Aber man weiß ja nicht, was da für Kräfte draußen sind im Sturm. Moin Moin Kameraden! Ja, auf geht's! Ein neuer Tag ist angebrochen. Hier ist der... Mal gucken, ob das Wetter so bleibt, wie es ist. Es ist nebelig. Es reicht ein bisschen. Und es ist windig. Wir fahren mal am Strand. Gucken, wie die Lage da ist, ob die Flut alles weggespült hat. Bis gleich.